Ich zeige euch hier, wie man Textilkabel richtig abisoliert. Auf dem Tisch seht ihr die verschiedenen Werkzeuge, die es dazu braucht. Das wichtigste Utensil ist an sich das Tesa-Kleppband. Da geht man, bevor man das Kabel schneidet oder abisoliert, 3-4 Mal an dieser Stelle ein bisschen schatter und um, also man tut ein bisschen straff das Textil anziehen. Dann kann man mit einem Sackmesser oder mit einem Jokeri, Elektrowerkzeug, das Kabel in der Mitte des Klebli anreizen und somit das Textil abziehen. Das sieht dann an sich so aus. Man hat dann hier die verschiedenen Farben, die vorkommen, um auch noch ein Element anzuhängen. Das Klebli unbedingt dran lassen, weil das wird in der Fassung und im Baldachin verschwinden. Es ist nur dazu da, dass das Textil auch nicht wegrutscht. Das gleiche ist auch bei der verdrillten Variante, also mit den Kabeln, die verdrillt sind. Da ist auch wichtig, dass man, bevor man das Klebeli löst, an sich nochmal ein neues Klebeli gibt. Und zwar halt an der Stelle, wo man dann vorne aufzwirbeln kann. Ich habe das mal vorbereitet, dass ihr seht, was ich meine. Das sieht dann so aus, dass, wenn man dran nochmal ein Klebeli geben will, dann kann man es vorne entwirren, gleichzeitig auch den Mantel zurückschneiden und die Farbe freilegen von den Drähten und ist dann auch anschlussbereit. Auch hier das Klebeli nicht wegnehmen, wie gesagt, das wird in der Fassung und im Baldachin verschwinden. Das sind dann sich die wichtigsten Sachen, die man beachten muss, beim Textilkabel zum Abisolieren.